Moin moin und hallo, heute soll es um die Blitzknatterbälle gehen. Oh yeah, mit super Knattereffekt. Was ist ein Knattereffekt? Das bedeutet, dass wir hier so ein Böllerinchen haben, ne? Der ist gefüllt mit mehreren einzelnen Komponenten da drin, ne? Und die sind so gepolt, dass, wenn sie explodieren, ein Knattereffekt kommt. Also so. Ne? Oder so ähnlich. Das hier ist also wie ein Blitz zu sehen. Ne? Also da kommt, da ist dann eine Chemikalie drin, hier drin. Wir haben einen Kunststoffkern oder eine Kunststoffhülle. Der Kern da drin ist nicht aus Kunststoff. Der Kern da drin ist nämlich aus chemischen Komponenten und anderen Mineralien, die dann durch diese Lunte hier angezündet werden. Okay, weil nämlich hier dran hängt das. Und draußen herum ist also eine Kunststoffhülle, die Sollbruchstellen hat, die dann aufplatzen durch den Überdruck, der hier drin ja dann passiert, weil das Gas wird sich ausdehnen, ne, also das Feuer zündet die Lunte an, die brennt hier rein und dann durch die Extraktion, durch das Ausdehnen des Gases da drinnen wird dann so ein hoher Druck entstehen, dass das weggesprengt wird. Natürlich alles im Kleinen, weil wir haben hier Kleinstfeuerwerk und Kleinstfeuerwerk ist ab 12 Jahren. Das heißt also, hier gibt es jetzt keine, ich spreng mir mal den halben Arm weg, Böller. Trotzdem müssen wir aufpassen, weil wenn wir dieses Teil in der Hand halten würden, gäbe es üble Verbrennungen an den Fingern und an der Hand. Immer aufpassen und deshalb immer auch genau gucken, was oder wie viele hier drin sind. Denn wir wollen die nicht in Reihe schalten, das wäre keine gute Idee, denn die knattern uns dann alle dahin. Wir benutzen sie nur im Freien, ganz wichtig, nur im Freien benutzen, drinnen wegen der Expansion der Gase, die dann natürlich auch Rückstände gasförmig hinterlassen. Das ist nicht gut für die Lungen, ergo ballern wir dieses Ding nur draußen. Dann erst ab 12 Jahren, ansonsten dürft ihr es nicht erwerben. Und natürlich, hier gilt nicht, dass es nur am 31. Dezember, auf den 1. Januar, verballert werden kann, sondern das dürft ihr auch bei Partys etc. nur im Freien und einzeln dann auf den Boden legen, nicht in der Gruppe. Das heißt, wir legen es hin, die Zündschnur ist nach außen gerichtet, nicht nach oben, nicht nach unten. Und dann am äußeren Ende zünden wir die Zündschnur an. Und dann sofort 1 Meter Abstand zum Objekt, zur Knatterinchen. Und dann nach dem Anzünden nicht in der Hand halten. Ganz, ganz wichtig, okay? Denn wir wollen keinen Schaden nehmen. Und das ist das Wichtigste. Denn auch dieses kleine Feuerwerk kann euch Schaden machen. Es ist also ganz knatterisierend unterwegs. Wir haben 4 Stück in der Verpackung und im Gegensatz zu jetzt großen 18er Feuerwerk, was richtig, richtig teuer ist, kann man hier noch sagen, dass das noch in einem verträglichen Rahmen ist, doch wirklich einen großen Effekt hat. Der Effekt ist halt in Bodennähe, nicht in der Luft. Das heißt, man kriegt auch keine Genicksperre, wenn man immer nach oben guckt, sondern kann ganz gechillt seine Knatterattacken auf den Boden durchführen. Nur denkt daran, schön vorsichtig, nicht in der Hand zünden, ganz wichtig. Was ihr eventuell machen könntet, ihr könntet es irgendwo auf ein Mäuerchen legen, es sollte nicht brennbar sein, was da drunter ist, und dann knattert das darunter, das wäre vielleicht noch eine Idee. Aber trotzdem 1 Meter Abstand von den Blitzknatterbällen sich aufhalten, damit die Bälle, weil sie bewegen sich ja, ne, es ist ja eine Explosion, die davor vonstatten geht, auch wenn es eine kleinere ist, trotzdem bum, bum, bum und knatter, 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 die wollen wir nicht ganz von nahen betrachten müssen. Zum Beispiel, wenn sie auf unseren Händen oder auf unserer Wampe liegt. Schlechte Idee. Immer Abstand halten, knatter, kann dann eigentlich nichts im Wege stehen. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Zun, zun, jetzt wird geknattert.